mal ganz ehrlich, wenn jemand Sie fragen würde, sagen Sie mal, was steht denn eigentlich in Artikel 1 Absatz 2 des deutschen Grundgesetzes, dann würde Ihnen doch sehr wahrscheinlich, so wie fast allen von uns, die Würde des Menschen ist unantastbar einfallen. Das war aber nicht die Frage. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der erste Satz des deutschen Grundgesetzes, aber danach kommt eine Folgerung. Und diese Folgerung fällt den meisten Menschen nicht ein, dabei wäre sie doch so wichtig heute. Die Folgerung lautet, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das ist keine Poesie für Sonntagsreden. Das ist die Festlegung der deutschen Verfassung auf das Fundament namens Menschenrechte. Und dann bitte nochmal ganz ehrlich, wenn Sie an einer Umfrage teilnehmen würden, spontan, ohne lange Zeit zum Nachdenken zu haben, und man würde Sie nach den Menschenrechten fragen, könnten Sie vollständige Antworten geben? Statistisch gesehen leider nicht, denn aus Umfragen wissen wir nun einmal, dass nur rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung spontan, da muss man immer fair sein, manchmal fällt einem ja nicht so wortwahr sein, spontan Menschen ein Menschenrecht nennen können. Meistens ist es übrigens Meinungsfreiheit. Und dass ein winziger Prozentsatz der Deutschen nur in der Lage ist, Menschenrechte zu definieren, das heißt das Originaldokument der modernen Definition, was sind Menschenrechte, zu benennen. Das ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Somit ist der wichtigste Teil der deutschen Verfassung eigentlich vielen Deutschen gar nicht wirklich bewusst. Oh, es gibt ganz viele Erklärungen dafür. Ganz viele, die komplizierten Fragen des Lebens haben ja nicht immer nur eine Antwort. Aber eine dieser Erklärungen habe ich selber erlebt als Schüler. Aufgrund des Berufes meiner Eltern bin ich in relativ vielen Ländern der Welt zur Schule gegangen. Das waren Länder, die ich als ganz normale Länder empfand, damals als Kind. In Chile habe ich den größten Teil der Grundschule besucht. Ich war auch mal ganz kurz, allerdings nur auf Schulen in Peru oder in Brasilien. Später allerdings auch auf Schulen in Ländern, die ich damals als wahnsinnig exotisch wahrnahm, wie zum Beispiel in Bayern. Aber egal, alle diese Schulen, so unterschiedlich sie auch gewesen sein mögen, hatten etwas gemeinsam. Nirgendwo habe ich jemals als Schüler etwas über Menschenrechte erfahren. In Deutschland übrigens auf verschiedenen Schulen manchmal noch nicht mal etwas über das deutsche Grundgesetz. In meiner Zeit in Bayern kann ich mich super gut an die bayerische Landesverfassung erinnern. Die musste man nämlich auswendig lernen. Und natürlich bis heute kann ich das noch auswendig, die bayerische Nationalhymne. An eine Behandlung des Grundgesetzes nicht, und das ging nicht nur mir so. Das führte dazu, dass wir damals in Starnberg in Oberbayern nachts auf das Schulgelände schlichen, um da ein Schild anzunageln. Und auf diesem schönen Schildchen stand, Achtung, Sie verlassen den Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Das gefällt mir noch heute. Das ist einer der Gründe dafür. Den haben Menschenrechtsorganisationen versucht zu ändern. Im Jahr 1980, also nicht erst vorgestern, sondern schon vor langer Zeit, gab es eine Initiative der Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, der UNESCO, gemeinsam mit der damals wie heute größten Menschenrechtsorganisation der Welt, Amnesty International, um überall auf der Welt, auch in Deutschland, Menschenrechte auf den Lehrplan zu setzen. Über eine Initiative des Bundestages, damals unterstützt von der SPD, gelang es dann 1980 auch tatsächlich, die deutsche Kultusministerkonferenz dazu zu bewegen, einen Plan für die Verankerung der Menschenrechte an den deutschen Schulen zu entwickeln. Der gilt mit geringfügigen Verbesserungen und Veränderungen bis heute. Und man befasst sich auch tatsächlich in sehr guter und seriöser Form immer wieder damit. Und tatsächlich ist es heute so, und zwar schon seit geraumer Zeit, dass kein Schüler, egal welche Schulart er jetzt besucht,
sozusagen dem Grundgesetz und den Menschenrechten entgehen kann, aber irgendwie bleibt relativ wenig davon hängen. Aus diesem Grund gibt es immer wieder Versuche, Menschenrechtsbildung vielleicht ein kleines bisschen anders zu gestalten, so dass sie hängen bleibt. Da gibt es zahlreiche Initiativen. Eine davon ist die Ulmer Stiftung Menschenrechtsbildung. Auch Menschenrechtsorganisationen machen das, wie Amnesty International eben immer noch und viele andere mehr. Initiativen, die darauf hinauslaufen, Möglichkeiten anzubieten, in der Jugendbildung, also an Schulen, aber auch in der Erwachsenenbildung. Oder ganz besonders Bildungskonzepten, wie es zum Beispiel für junge Erwachsene beim Freiwilligen Sozialen Jahre und beim Bundesfreiwilligendienst, die machen ja auch Seminare, auch zur politischen Bildung. Und ein Teil dieser Konzepte kann es zum Beispiel sein, Referentinnen und Referenten anzubieten, die praktische Erfahrung und nicht nur theoretisches Wissen, die praktische Erfahrung in der Menschenrechtsarbeit mitbringen und deswegen auch aus eigener Erfahrung glaubwürdig erzählen können. Referentinnen und Referenten, die sachlich, neutral, parteipolitisch unabhängig, konfessionell unabhängig, über ein Projekt erzählen können, das in der Tat von Anfang an und bis heute parteienübergreifend, parteipolitisch unabhängig, religionsübergreifend, konfessionell unabhängig ist. Und das sind die Menschenrechte. Die Menschenrechte als der Versuch, uns alle, so unterschiedlich wir auch immer sein mögen, auf eine Plattform zu stellen, auf der wir unsere Unterschiede friedlich verhandeln können, ohne die Millionen und Abermillionen von Toten des 20. Jahrhunderts. Das ist das Ziel. Nicht eine neue Ideologie zu schaffen oder gar eine neue Religion. Nein, die Unterschiede auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu versammeln. Das müsste man eigentlich in Schulen ganz gut können, in denen junge Menschen dabei sind, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die hoffentlich freie Entfaltung der Persönlichkeit zu entdecken und die man nicht in eine bestimmte Richtung schubsen sollte, sondern denen man Richtungen anbieten sollte und gemeinsame Plattformen. Die Ulmer Stiftung Menschenrechtsbildung schickt gemeinsam mit Amnesty International Referentinnen und Referenten an Schulen und an Volkshochschulen und in Seminare gleich welcher Art, Bildungsträgerinnen und Bildungsträger aller Sorten, und richtet sich dort interaktiv nach den Teilnehmenden, um die Themen zu behandeln, die diese am meisten interessieren. Das ist eins der Projekte. Ein anderes ist die Publikation von Büchern, die zur Menschenrechtsbildung teils bei Jugendlichen, teils bei Erwachsenen etwas beitragen können, und vieles andere mehr. Das Ziel ist es nicht, Menschen zu beeinflussen, sondern ihnen etwas vorzustellen, ihnen eine Möglichkeit vorzustellen, sich interessiert und motiviert mit Grundlagen des Wissens zu beschäftigen. Und was gäbe es denn für eine wichtigere Grundlage als diese beiden? Die Verfassung des eigenen Landes und die Menschenrechte, auf der diese Verfassung ruht. Denn letzten Endes hat keiner von uns Rechte, wenn er sie nicht kennt und deshalb auch nicht in der Lage ist, sie in Anspruch zu nehmen und zu verteidigen.